Die Gemeinde Ischgl plant die Errichtung eines neuen Gemeindekulturzentrums. Der baukünstlerische Vorentwurf wurde Ende Jänner der Öffentlichkeit präsentiert. Für Bürgermeister Werner Kurz war es höchste Zeit, dieses Projekt in Angriff zu nehmen. Es war Zeit, es ist Platznot für die Musikkapelle, Platznot für den Kirchenchor. Der alte Babylon ist marot und der alte Bidum ist auch baufällig. Laut Ausschreibung soll das Gemeindekulturzentrum St. Nikolaus Einrichtungen beherbergen, die vor allem für die Ischgler Bevölkerung von Bedeutung sind. Dazu zählen in erster Linie ein Musikpavillon, ein Probelokal für die Musikkapelle sowie ein Dorfplatz im klassischen Sinn. Ich glaube, das ist für Ischgl, wie ein Tourismusort wie Ischgl, sehr, sehr wichtig, dass wir einen freien Platz haben, dass wir Veranstaltungen machen können und dass die Musikanten und die Sänger und dass wir da wirklich was Schönes und Bäriges machen können. Projekte wie dieses fallen in Tirol in die Zuständigkeit des Landesbeirats für Dorferneuerung. Dabei handelt es sich um das überwachende und entscheidende Organ für alle Maßnahmen dieser Art. Ja, uns ist es wichtig, natürlich, dass man die Gemeinde im Auge hat, wie die Struktur ist, was in einem Ort verträglich ist, was Sinn macht. Und uns ist aber auch wichtig, dass wir die Bevölkerung einspannen, dass wir gemeinsam ein Projekt entwickeln, denn es macht nur dann einen Sinn, wenn etwas auch von der Bevölkerung getragen wird. Nur dann wird es erfolgreich und auch umgesetzt. Aus insgesamt 12 eingesandten Beiträgen konnte sich das Architektenduo Barbara Poberschnik und Michael Fuchs vom Architekturbüro Park Architekten erfolgreich gegen die Konkurrenz durchsetzen. Für beide war der Auftrag ein durchaus reizvoller. Die Anreize waren die Auslobung, die Titulierung der Auslobung. Ischgl ein identitätsstiftendes Gebäude zu geben oder einen identitätsstiftenden Ort. Und das hat uns neugierig gemacht, was Ischgl denn darunter versteht. Und da haben wir uns dann beim Hearing ein Bild davon gemacht und unsere Lösung ist unsere Interpretation von der Identitätsgebung. Ischgl ist quasi eine Marke für sich selber. Wenn man nur diese Marke kennt, dann hat man das Gefühl, naja, Ischgl ist ein einziges Riesenhotel. Das war in der Auslobung eigentlich schon ganz interessant, weil es geheißen hat, na, Moment, wir sind ein ganz normales Dorf, vielleicht nicht ganz normal, aber es gibt 1600 Einwohner, es gibt 40 Vereine, wir haben ein reges Vereinsleben, wir brauchen Platz dafür. Und das war für uns eben ganz interessant, dass sich zwischen den ganzen Hoteltürmen doch irgendwo noch das Tiroler Dorf versteckt, überbaut oder vielleicht irgendwo dahinter. Und interessant ist vor allem da natürlich auch der Platz, weil es gibt in diesem Turbo-Tourismus tatsächlich noch 3 alte Gebäude und die befinden sich genau da, wo wir jetzt das Projekt machen. Und das war ja eigentlich für das Projekt auch irgendwie der Ansatzgedanke, man möchte diesen schmalen Streifen altes Ischgl nicht nur bewahren, sondern eigentlich wollen wir das wieder ein bisschen auserkitzeln. Und das ist alte Ischgl, das wird halt irgendwie, das spannt sich zwischen 3 alten Gebäuden in Form von seinem Dorfanger. Und wir haben den Dorfanger rückgebaut, indem wir den Dorfanger über das Gebäude drüber gezogen haben. Also das ist eigentlich so ein Nachspüren nach einem Rest von dem alten Ischgl.